Ja, hallo Retro-Freunde und willkommen zu meinem neuen Video. Diesmal gibt es wieder ein Update-Video. Ich möchte euch zeigen, was ich die letzten Tage bzw. schon Wochen abseits der Masters of the Universe, abseits von Star Wars, was ich da in meiner Sammlung angesammelt hat, was ich eingefunden hat. Ja, zudem gibt es noch die Auflösung meines ein Jahre Retro-Raune auf YouTube-Gewinnspiels. Also Leute, bleibt dran! Ja Leute, in diesem Video gibt es irgendwie alles. Es gibt Neues, es gibt Altes, Neues, was sich in meiner Sammlung eingefunden hat. Von ja, diversen Geschäften, von Online-Funden etc. Ich möchte anfangen mit einem Taschenbuch, was ich bekommen habe, ja, was ich über eBay Kleinanzeigen bekommen habe. Ich habe 1 € für das Buch bezahlt und 1,20 €, glaube ich, Versand. Also ich habe 2,20 € für das Buch bezahlt und das war es mir wert. Und zwar habe ich bekommen ein Knight Rider Taschenbuch von Goldman. Das sind die Bücher aus Mitte, Ende der 80er Jahre, meine ich. Ja, die sind relativ, ja, sie sind zu bekommen, aber halt, sie werden gut bezahlt, sagen wir mal so. Ja, also unter 5 € ist es eigentlich meistens selten, dass man an so ein Buch drankommt. Ich habe bisher leider Gottes erst eins. Ja, das ist jetzt die Nummer 2. Ich habe das, die Nummer 3 habe ich noch, also Nummer 2 und 3. Ja, von den Knight Rider Taschenbüchern, von den Erzählungen von David Hasselhoff mit seinem Kit. Ja, ich finde das eine Buch, was ich gelesen habe, total toll. Ich habe die früher nicht gehabt. Jetzt freue ich mich umso mehr, dass ich ein zweites in der Sammlung habe. Ja, Leute, wenn ihr die loswerden möchtet, wenn ihr die bei euch irgendwo rumfliegen habt, nicht mehr lest, schreibt es in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ja, ansonsten, wie gesagt, werde ich jetzt erstmal Buch Nummer 2 durchblättern. Ja, dann machen wir mit einem Mix weiter. Ja, ich habe euch in einem der ja, vorangegangenen Haul-Videos oder Update-Videos schon mal gezeigt, dass ich diese tolle Kassette hier bekommen hatte, und zwar eine ALF-Kassette, nicht von Karussell, wie sie früher eigentlich alle waren, sondern von Lingen. Ja, und zwar heißt die Grammatik Null Problemo, Deutsch entdecken mit ALF. Ja, die Kassette sieht auch anders aus, wie die normalen Kassetten von Karussell aussehen. Ja, und diese Kassette gab es eigentlich in einem Bundle mit einem Buch, ja, wo man halt im Buch lesen konnte, der Kassette zuhören konnte, so ähnlich wie bei diesen Remus, Hören und Lauschen oder wie es war. Ja, und die Kassette habe ich gehabt. Ja, und das Ganze komplett zu bekommen, ist eigentlich sehr unwahrscheinlich. Das heißt, entweder findet man halt Kassette oder Buch. Ja, und ich glaube, das Buch ist sogar teilweise teurer wie die Kassette. Aber ich habe jetzt das Buch, ja, auch das Lingenbuch zu der Kassette. Ja, das heißt, hier kann ich jetzt endlich mal richtig Deutsch lernen mit ALF. Ja, auch ein Online-Fund gewesen, ein eBay-Kleinanzeigen-Fund gewesen. Diejenige Person wollte für das Buch, ich glaube, 2 € haben. Ja, und auch ein Versand von 2 € obendrauf. Das heißt, ich habe 4 € für das Buch bezahlt. Ja, und das ist mehr, ja, ein, ich glaube, ein nicht so ein lustiges Buch, sondern wirklich halt was zum Lernen. Das heißt, hier heißt hier, was ist die deutsche Sprache zum Beispiel? Heißt hier, geht's hier los? Die Frage ist einfach, aber die Antwort fällt selbst einem Fachmann schwer, denn es gibt viele verschiedene Sprech- und Schreibweisen etc. Dialekte kommen hier vor etc. Die Konjugation der Verben, Stammformen der Verben. Also es ist eher ein Lernbuch. Da haben die ja, Macher, die Erfinder wohl früher gedacht halt hier, die Kinder lieben ALF. Ja, und wenn wir dann halt das Ganze halt mit einem Lernen verpacken, ja, dann lernen sie das lieber, als wenn hier irgendwas Stoisches ist, was sie nicht kennen. Beim ALF lernen sie wahrscheinlich lieber, haben sie sich gedacht. Jetzt habe ich beides komplett. Ja, somit ist meine ALF-Sammlung wieder ein Stückchen weiter und ich freue mich total darüber. Dann habe ich auf Facebook in der Motocross-Gruppe, das ist allerdings schon ein Weilchen her, ich weiß noch nicht mal, ob es im Januar war oder ob es sogar schon im Dezember letzten Jahres war, hat jemand ein Inserat gepostet, und zwar, das war der Thomas, der hat verschiedene Figuren etc. angeboten und auch dazu ein Heft, ein Journal. Ja, und dann habe ich ihn gefragt, ob er das noch da hat, und er hat gesagt, ja, er wollte dafür 6 € haben. Ja, und hat es mir dann auch überlassen. Und zwar ist das das Toy Hunter Journal. Ja, Ausgabe Nr. 8, 1999. Ja, mit diesen Heften. Ich habe noch 1, 2, 3, meine ich, aus meiner Kindheit noch in der Kiste. Die werde ich noch mal rausholen. Und dann kann ich darüber gerne noch mal ein eigenes Video machen. Ja, die Toy Hunter Journals waren zu der Zeit damals unser Internet, unser Google, unser Wikipedia, was halt Actionfiguren anging. Ja, das war total klasse. Das heißt, ich habe hier Figuren
von Star Wars, von Masters of the Universe etc. gehabt, von Spawn und so weiter. Ich gucke gerade mal, ob ich hier ein gescheites Bild finde. Star Trek auch, ja. Hier geht es um Preiskämpfe etc. Und ja, hier sind dann so Anzeigen auch drin, wo ich halt Figuren kaufen konnte, lose, original, verpackt und so weiter. Und normalerweise ist hier auch immer ein, ja, war halt immer so ein Preiskatalog drin. Ja, hier Figuren von The Shadow, von dem Film mit Alec Baldwin aus Ende der 90er, ja, sind hier abgebildet auf der Rückseite. Star Wars Episode 1, ab April lieferbar, 24,95 pro Figur. Das waren noch D-Mark-Zeiten, Leute, ja, haben die Figuren angeboten. Also dieses Toy Hunter Journal, das Fachmagazin für den Actionfigurensammler, hat damals 9,80 D-Mark gekostet. Ja, finde ich total toll. Ja, und der Thomas hat dann gesagt, kannst du mir das Geld per PayPal schicken und so weiter. Und er sagte halt, um das Ganze zu stabilisieren, da dieses Heft, weil das ist echt in einem Top-Zustand. Thomas, nochmal vielen Dank, auch wenn es schon ein Weilchen her ist. Ich habe mich schon mal ja, schriftlich bei dir bedankt, aber hier auch nochmal jetzt. Da hat er gesagt, er legt noch was zum Stabilisieren bei. Und das fand ich total geil, wie das gekommen ist. Denn er hat es in einem DIN A4-Umschlag verschickt. Ja, und zur Stabilisation, hört ihr es, hat er ein Stück Pappe reingelegt, aber nicht irgendein Stück Pappe, sondern eine Backkarte von einer Top Toys Fuerza T-Figur. Ja, finde ich total geil. Er hat gesagt, er hat die Figuren selbst ausgepackt, ja, und hat die Karte zur Stabilisierung bzw. beigelegt, weil er auch gesagt hat, hier, das freut dich bestimmt. Ja, und es ist total klasse. Wer es kennt, ganz, ganz kurz, Top Toys war in Argentinien damals, haben die Masters of the Universe Figuren in den 80er Jahren vertrieben. Und im Zuge, wie Mattel 2000, 2003 diese 2000X Serie neu aufgelegt hat von Masters of the Universe, hat Top Toys bzw. Fuerza T dann die Original Vintage Figuren von Masters of the Universe verwurstet. Ja, und hat die als Neuinkarnationen neu rausgebracht. Halt hier, es gab ein paar, 2, 4, 6, 8 sind jetzt hier drauf. Ich bin da nicht so ganz im Thema, ob es die, ob es noch mehr gab, aber da gab es einen Jitsu, der halt eine andere Rüstung anhatte und ein Fisto zum Beispiel mit der Man-at-Arms-Keule, mit einer anderen Rüstung, vielleicht mit einem anderen Oberkörper etc. Ja, finde ich total geil eigentlich. Ich habe diese Figuren nicht, die sind auch gar nicht so günstig mehr, ja. Aber ich finde es toll, halt so eine Karte jetzt zu haben. Ja, so eine Original Top Toys für SRT-Karte finde ich total geil. Thomas, nochmal vielen Dank dafür. So, bevor wir jetzt mit nochmal einer Zeitung oder mit einem Hörspiel weitermachen, habe ich auch, ich gehe gerne immer, wenn ich mal so einkaufen gehe, zum Aldi oder was weiß ich wohin, ja, haben die ab und zu mal so Schütten da stehen oder vorne an der Kasse, wo sie Hot Wheels oder halt Autos drin haben. Ja, ich weiß nicht, ob es Matchbox auch hat, meistens haben sie Hot Wheels drin. Und dann wühle ich immer mal so ein bisschen an der Kasse und dann habe ich was gefunden, was ich total toll finde. Und zwar habe ich hier ein Hot Wheels Auto von The Batman. Und das ist nicht irgendein Batman Auto, sondern das ist das Auto zu dem neuen Film mit Robert Pattinson, der jetzt, Stand jetzt, wo ich das Video aufnehme, noch nicht draußen ist. Der kommt irgendwann im März, meine ich, raus. Ja, hat Hot Wheels schon das Auto rausgebracht. Ich finde es total toll. Ein weiteres Batmobil, was ich in der Sammlung habe. Hier steht auch noch First Honeywell Appearance. Ja, also erstmalig hier. Honeywell. First Hot Wheel Appearance. Wie komme ich denn da drauf? Das erste Mal jetzt rausgebracht über Hot Wheels. Das neue Auto zu dem neuen Batman-Film, auf den ich wirklich sehr, sehr gespannt bin. Ja, ich war von Anfang an der Meinung, dass Robert Pattinson gut in diese Rolle reinpasst. Ja, weil viele sagen halt, das ist dieser komische Twilight-Vampir, dieser Blasse. Ja, aber ich glaube, der wird in diesem Batman richtig gut aussehen. Ich bin wirklich gespannt, Leute. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu sagt, wie ihr, ja, welche, ob ihr Vorerwartungen habt an diesen Film. Ja, das zweite Auto, was ich mir geholt habe, ist ein Mario Kart Auto und zwar das Auto von Mario. Ja, auch hier finde ich total toll. Ich mag das, wenn Hot Wheels diese, ja, themenbezogenen Autos, sage ich mal, rausbringt zu Filmen oder zu Computerspielen etc. Ja, mir gefallen nicht alle. Die mir gefallen und ich sie finde, nehme ich natürlich mit. Ich suche da jetzt nicht explizit danach. Ja, was ich finde, hole ich mir, finde ich total toll. Und dieses Autochen wandert auch in meine Sammlung. Die kosten immer so 1,50 €, 1,99 €, meine ich. Ja, und das dritte, was ich im Bunde habe, ist hier ein Dream
Camper von Barbie. Den musste ich mir auch mitnehmen. Ja, also ein sehr, sehr schönes Auto in einem sehr schönen Pink, wie man es bei Barbie halt eigentlich gewohnt ist. Ja, auch der wandert in meine Sammlung. Finde ich total toll. Ja, und somit habe ich 3 weitere Hot Wheels Wagen, ja, in meiner Sammlung. Dann habe ich ja schon des Öfteren mal in meinen Videos gezeigt, wenn eine neue Zeitung oder wenn eine neue Fachzeitschrift der Good Times rauskommt. Und zwar, ich habe als Beispiel nur mal diese Variante hier, und zwar diese Kultzeitung. Ja, da ist alles um die 60er, 70er, 80er Jahre drin. Ja, alles querbeet von allem, was wir früher geliebt haben oder wie es halt war, von, ja, wirklich allem. Von, hier ist es zum Beispiel, hier geht es um Winnetou, hier geht es um Mickey Mouse, hier geht es generell um Mattel, um Matchbox, um Siku-Autos. Ja, hier geht es um Ritterburgen, dann wieder um Mercedes, ja. Es geht um Raumschiff Orion etc. Also diese Zeitung ist sehr, sehr, auch viel um Serien und Filme. Hier, wenn man das hier sieht, sehr, sehr individuell. Ja, da ist für jeden immer irgendwas drin. Ja, und die Zeitung sammle ich schon seit Jahren. Die kommt 2-mal im Jahr raus. Und als ich einen schönen Tages am Bahnhof war, ja, und ein bisschen durch das Zeitschriftenregal geblättert habe, die Bahnhöfe haben ja teilweise halt richtig viel, viel Auswahl da, ja, ist mir eine Zeitung aufgefallen, und das war auch, meine ich, schon letztes Jahr, und zwar kurz nachdem die Sondersendung im ZDF mit Thomas Gottschalk kam, also die Jubiläums-Wetten-Das-Sendung, ja, habe ich halt diese Zeitung hier gesehen, und die nennt sich halt TV-Klassiker Straßenfeger. Ja, und in dieser Zeitung geht es ausschließlich um die Geschichte von Wetten, dass von den Anfängen, also von der Idee von Frank Elstner, über die verschiedenen Moderatoren, natürlich halt im Fokus Thomas Gottschalk, aber auch die anderen, ja, der Lippi und der Markus Lanz kommen auch nicht zu kurz. Ja, und hier wird halt über die ganzen Wetten, die es gab, oder um die Top-Wetten und so weiter, um die Skandale und so weiter geschrieben. Also finde ich richtig toll. Ja, und dann habe ich gesehen, dass es von dieser Zeitung noch verschiedene andere Ausgaben gibt. Das ist also, wie gesagt, so TV-Klassiker Straßenfeger. Also da werden halt irgendwie, ja, Straßenfeger behandelt, ja, wie sie früher waren. Aber es gibt halt auch Motto-Zeitungen von dieser Zeitung. Und dann habe ich die halt auch geschenkt bekommen. Da bedanke ich mich nochmal ganz herzlich. Ja, und zwar gibt es da halt ein Magazin. Ja, und ich habe jetzt 3 Stück, die nennen sich nur TV-Klassiker, also ohne das Straßenfeger. Und zwar gibt es eine Zeitung, die halt ausschließlich Star Trek behandelt. Ja, finde ich richtig toll. Ja, dann die andere hat Helden der 80er, natürlich was ganz, ganz Tolles, wenn ihr jetzt schon hier wieder Knight Rider, Michael Knight seht. Ja, ihr seht hier Indiana Jones, Alf natürlich, Horst Tappert, ja, den Derrick etc. Also Straßenfeger, beziehungsweise Helden der 80er, also alles, was in den 80ern Rang und Namen hatte, ja, ist hier abgebildet. Es geht immer so um TV-Klassiker, also ums Fernsehen natürlich. Ja, und dasselbe nochmal, die größten Horror-Klassiker, der blanke Horror, ganz natürlich ganz groß drauf hier. Psycho, ja, aber halt auch Michael Myers sehe ich hier. Und The Ring ist hier auch noch drauf, da sehe ich einen kleinen Chucky, die Mörderpuppe, ja. Also hier werden halt auch Horrorfilme behandelt, nicht unbedingt halt nur alte, sondern auch ins Neue rein. Aber trotzdem, ich finde diese Zeitung richtig toll. Es gibt noch verschiedene Varianten, ja, also es gibt noch ein paar weitere. Weiß nicht, ob ich es jetzt gerade finde. Nee, muss auch nicht sein. Also es gibt noch eine Zeitung, die nur das Thema James Bond zum Beispiel behandelt. Da werde ich auch nochmal gucken, ob ich die bekomme. Ja, und wenn ihr die im sortierten Fachhandel zum Beispiel nicht findet, ja, dann guckt mal bei Thalia oder bei Thalia, ja, bei diesem Zeitungsbuchladen rein. Ja, die haben auch eine Online-Seite, da kann man die bestellen, da gibt es die auch teilweise vor Ort im Laden, oder wie gesagt, ihr schaut mal online rein. Finde ich total klasse. So, dann habe ich auch nochmal ein Paket über eBay Kleinanzeigen bekommen. Ja, das Paket hat mich 4,50 Euro oder irgendwie sowas gekostet. Ja, und die Person wollte 6 Euro insgesamt halt haben. Also inklusive Versand 6 Euro. Und da ist etwas Ungewöhnliches drin. Das packe ich jetzt mal aus. Und zwar habe ich hier, mal gucken, ob ich das euch so präsentieren kann. Ich habe hier Bettwäsche drin. Bettwäsche von Nils Holgersson. Ja, hier ist das Kopfkissen. Ja, also Kinderbettwäsche aus den 80er Jahren. Ja, in einem tollen Zustand, ja, das Kopfkissen, und ich habe hier noch die Decke, mal gucken, ja, also auch hier
ist Nils Holgersson abgebildet. Ja, es ist in einem wunderschönen Zustand. Ich habe keine Flecken gesehen, ich habe keine Risse gesehen oder sowas. Ja, und ihr wisst ja, die alten Zeichentrickserien aus den 80ern, so alles Nils Holgersson, Heidi, Kimba, der weiße Löwe etc. Ja, finde ich total toll und ich liebe das und ich liebe das ganze Merchandise dazu. Jetzt werdet ihr euch vielleicht aber denken, aber was will er denn mit Bettwäsche? Schläft er noch da drin? Nein, mache ich nicht. Natürlich wasche ich die erst nochmal hier. Ja, aber ich werde mir eventuell, das war eigentlich, diese Bettwäsche ist gar nicht so günstig. Ja, normalerweise wollen die Leute da wirklich einen Arsch voll Geld, darf ich das sagen? Einen Arsch voll Geld haben, also sehr, sehr viel Geld dafür haben. Ja? Und so eine Bettwäsche 20, 30, 40 Euro oder sowas und die wird teilweise auch sogar verkauft dafür. Ja, also würde ich nie machen. Ja, hier habe ich mir überlegt, dass ich eigentlich das Kopfkissen benutze und das Kopfkissen vielleicht mit irgendwas halt ausfülle und vielleicht irgendwo an die Wand oder irgendwo halt drapiere. Muss nicht im Bett sein, um Gottes Willen, sondern einfach hier in meinem Zimmer, dass halt einfach noch mehr, ja, Flair aus den 80ern, noch mehr Kinderflair hier reinkommt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ob der wirklich sagt halt hier, der sammelt ja wirklich jeden Schrott. Ja, oder ob er sagt, klar, das macht ja, das finde ich total toll, die Idee ist cool, ja, soll er doch machen. Wie gesagt, interessiert mich, schreibt's in die Kommentare. So, dann habe ich sogar was bei der Deutschen Post bestellt. Ja, ich habe das online irgendwo gesehen, dass die Deutsche Post eine Sonderbriefmarke rausbringt. Das war auch zum Ende 2021. Ja, ihr wisst ja, oder vielleicht wisst ihr es auch nicht, deswegen sage ich es jetzt gerade nochmal. Wer nicht regelmäßig mehr Briefe schreibt, der wird es wahrscheinlich nicht wissen, aber ein Standardbrief innerhalb von Deutschland kostet ja mittlerweile 80 Cent, ja, oder hat 80 Cent die ganze Zeit gekostet und seit dem 01.01.2022 kostet das Ganze sogar 85 Cent so ein Brief. Ja, ich finde es Wahnsinn, wie teuer das geworden ist, aber irgendwann lohnt sich der ganze Aufwand nicht mehr, ja, und die Post erhöht die Preise, weil sie sagen, das ist zu viel Aufwand, diese Briefe von A nach B zu kutschieren. Ja, im Gegenzug dazu machen sie das halt teurer, weil es halt sich nicht mehr lohnt. Im Gegenzug dazu verschicken wieder weniger Leute Briefe, weil sie sagen, es ist mir zu teuer. Dann erhebt die Post das wieder an, etc. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall gab es ein Sonderpaket und davon habe ich mir zwei Stück geholt. Hier ist noch eins original verpackt. Und zwar gab es das nur zusammen. Und zwar gab es einmal Bibi und Tina und die drei Fragezeichen. Ein Set. Ja, hier sind Postkarten drin, hier sind Briefumschläge drin und es sind Briefmarken drin. Ich habe das Ganze ja einmal ausgepackt. Ja, und das finde ich halt das Tolle. Es gibt Briefmarken von Bibi und Tina. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber es sind auch Briefmarken von den drei Fragezeichen dabei. Ja, und das finde ich halt richtig toll. Also die Hörspielserie meiner Kindheit, ja, die es immer noch gibt seit so vielen Jahren, haben jetzt endlich ihre eigene Briefmarke bekommen. Ich finde es einfach Wahnsinn. Ja, und weil ich eben das mit dem Porto angesprochen habe, ihr seht, die Briefmarke hier hat noch 80 Cent drauf. Das kam zum Jahresende raus, wo die Post schon wusste, dass es bald die Briefe 85 Cent kosten. Trotzdem haben sie halt eine 80 Cent Briefmarke rausgebracht. Und jetzt sollte man die verschicken wollen, ja, muss man halt noch 5 Cent extra frankieren. Ja. Ansonsten, wie gesagt, es sind Bibi und Tina Postkarten dabei. Die mache ich jetzt gerade mal raus, die interessieren mich nämlich nicht. Und es sind die drei Fragezeichen Briefumschläge. Verschiedene, ich finde es total toll, verschiedene Briefumschläge für die drei Fragezeichen Karten. Ja, zwei und hier ist der dritte. Vier ist unser... Achso, nein, das ist wirklich, wirklich, das sind wirklich verschiedene. Ja, und es sind drei Karten dabei. Und zwar aufgeklappt und eingeklappt. Der seltsame Wecker, Klassiker, finde ich total toll. Dann haben sie hier eine Folge aus den 50er Nummerierungen mitgebracht. Und zwar Tatort Zirkus haben sie hier auch mit dabei. Und die dritte ist die Folge 100, die Toteninsel. Ja. Ich finde es total toll, dass die Post drei Fragezeichen, Karten und Briefmarken rausgebracht hat. Und da konnte ich nicht anders. Da musste ich mir zwei holen. Eins bleibt verpackt, eins habe ich ausgepackt. Mal gucken, vielleicht schicke ich demnächst mal wieder dem einen oder anderen einen Brief mit einer drei Fragezeichen Briefmarke. Und weil wir gerade bei den drei Fragezeichen waren, wer kennt Manuel Baggert? Wahrscheinlich die wenigsten von euch. Ja, Manuel Baggert ist ein Komponist, ein Musiker,
der in den 80er Jahren sehr viel für Europa Musikstücke geschrieben, komponiert hat. Ja, und diese Musikstücke gibt es mittlerweile ja, von ihm, von seinem Label, limitiert auf Schallplatte bzw. auf Kassette. Und ich habe mir die erste Variante, ich meine, die habe ich auch schon mal in einem Video vorgestellt, deswegen nur ganz, ganz kurz, auf Schallplatte geholt. Ja, hier sind Musikstücke von den drei Fragezeichen und von vielen weiteren Europa-Klassiker-Serien drauf, die er komponiert hat, von 85 bis 87, ja, ganz verschieden, sogar teilweise bis, nee, 86, 87 Jahren, nein, von 85 bis 87 und 88 sehe ich hier auch noch gerade verschiedene Musikstücke drauf. Die hatte ich, meine ich, schon mal vorgestellt und er hat eine Volume 2 angekündigt gehabt. Die habe ich mir auch, ja, vorbestellt bei ihm und die ist auch angekommen und das ist ganz, ganz toll. Einmal wieder als Vinyl, als Schallplatte. Manuel Baggert, wer hat Phil Moss entführt? Ja, Limited Vinyl Edition steht auch hier wieder drauf. Und hier dasselbe, hier sind wieder verschiedene Musikstücke aus 85 und teilweise sogar bis 89. Also keine 90er Jahre, sondern 85 bis 89 sind jetzt hier wieder Musikstücke drauf. Ja, bei der ersten Vinyl war noch der Anklitz von Manuel Baggert drauf. Die zweite, ja, unverkennbar, haben wir hier TKKG abgebildet. Ich finde es total toll. Ja, eine Schallplatte gab es da. Dann gab es zu der Schallplatte ein Poster. Ja, einmal das Poster hier und die Rückseite nochmal. Ja, finde ich total klasse. Dann gab es, ja, jetzt kommt es so langsam, eine Autogrammkarte. Ja, original signiert hier Manuel Baggert und auf der Rückseite auch nochmal ein kurzer Text. Ja, und mit Widmung, lieber Frank, dein Manuel. Ja, finde ich total toll. Ja, es gab drei Sticker dabei. Ja, und zwar Ich schnall ab, die Hits mit dem schrillen Ton, einmal. Dann Yeah, 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 toller Sound, zweimal. Und So gut, dass deine Zähne Samba tanzen, Sticker Nummer 3. Ja, und weil das noch nicht alles ist, ja, gab es, bevor die Vinyl vorzubestellen war, gab es ein Limited Run mit Hörspielkassetten, mit Musikkassette, ja, also MC. Und die habe ich mir auch einmal gegönnt. Ich habe hier das Ganze, also sowohl auf Vinyl als auch auf Kassette. Ja. Und das Besondere bei der Kassette ist, hört ihr das? Da ist ein, ich habe sie nicht ausgepackt, die bleibt auch erstmal verpackt. Ja, weil das, was ihr hört, ist ein Plektrum. Ja, also ein Teil, um Gitarre zu spielen, dieses kleine Dreieck, ja, wo ihr die Gitarrenseiten halt mit zupft, damit eure Finger nicht abschneidet. Ja, und das ist auch nochmal signiert hier drin. Ja, habe ich zumindest gelesen. Finde ich ein schönes Ding, aber viel geiler finde ich es halt, dass es halt das Ganze auf Kassette als auch auf Vinyl gibt. Ja, und ich finde diese Musik wirklich, wirklich klasse. Ja, Leute, bevor wir jetzt zu einem Gewinnspiel kommen, ja, ich habe demnächst noch weitere Videos, ja, beziehungsweise ich habe relativ viel neue Schallplatten, viel neue Vinyl bekommen, alte wie auch neue. Auch die würde ich euch bei Interesse in einem Video mal vorstellen. Es geht um Film-Soundtracks, ja, es geht um generell Rock-Pop-Musik aus den 80ern etc. Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr da Interesse dran habt. Ja, und was soll ich sagen, wir schlagen jetzt direkt die Brücke zu den Masters of the Universe und zwar zu den Battlefield Warrior Pack. Ja, und wie ihr wisst, ich habe hier ein Gewinnspiel veranstaltet. Das Gewinnspiel ging bis letzte Woche. Ja, ihr musstet raten, schätzen, wie viele Masters of the Universe Origins Figuren ich in OVP habe. Ja, und die Voraussetzungen waren dazu, ich habe gesagt, nur OVP, also nur original verpackte Masters of the Universe Figuren in meiner Sammlung, ohne Fahrzeuge, ohne Sonderfiguren, ohne Deluxe-Figuren. Ja, ich habe einige Anfragen von euch bekommen, wie ich denn das und das jetzt sehe oder interpretiere, sage ich mal. Ja, und ja, was soll ich sagen? Ich habe zwei Antworten gelten lassen. Ich habe die Antwort 29 Figuren gelten lassen. Ich habe die Antwort 31 Figuren gelten lassen. Hintergrund deswegen ist, weil viele sich nicht sicher waren, ob ich den
He-Man und den Skeletor, die halt als erste Figuren 2019, meine ich, rausgekommen sind. Mit einem neu gestalteten Headsculpt, also mit einem neu gestalteten Kopf. Ja, und die dann innerhalb der Origins-Line nochmal mit ihrem alten, mit ihrem Vintage-Kopf rausgekommen sind. Die gleiche Figur, ja. Und dann wurde ich gefragt, zählst du die jetzt den He-Man halt als ein oder zählst du den als zwei? Ja, und da bin ich halt ertappt worden und habe gesagt, hier, ich lasse beides gelten. Ja, also ich lasse beide Antworten gelten. 31 Figuren sind es, wenn ich den He-Man und den Skeletor mitzähle, doppelt zähle. Wenn ich He-Man und Skeletor nur einmal zähle, sind es halt 29. Ja, ich hoffe, ihr seid damit alle einverstanden. Ja, ich habe wieder den Zufallsgenerator entscheiden lassen. Und jetzt gebt mal alle Trommelwirbel, Trommelwirbel, Trommelwirbel. Dieses tolle Set bekommt einer meiner Abonnenten. Und zwar ist es der Puck oder Puck from Germany. Puck from Germany, herzlichen Glückwunsch für dieses Masters of the Universe Battlefield Warrior Set. Ja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Melde dich bei mir, schreib mir hier in die Kommentare dieses Videos, schreib mir eine E-Mail, schreib mir, in die Kommentare solltest du deine Adresse nicht schreiben. schreib mir eine E-Mail, schreib mich über Facebook an, schreib mich über Instagram an. Ja, und lass mir deine Adresse zukommen und dann bekommst du dieses tolle Pack zugesendet. Ja, alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, wisst ihr, das war nicht das erste Gewinnspiel und ihr könnt euch sicher sein, das wird auch nicht das letzte Gewinnspiel gewesen sein. Also Leute, haltet den Kanal im Auge oder behaltet den Kanal im Auge. Ja, die nächsten Gewinnspiele kommen mit Sicherheit, seid gewiss. Ja, ich bedanke mich nochmal bei allen fürs Mitmachen, fürs Mitraten. Ich hatte wieder sehr viele nette Gespräche oder sehr viele nette Text- oder Schreibwechsel mit euch. Ja, finde ich total klasse, diese Interaktion. Ja, und ja, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr, wie gesagt, meine Funde findet. Ja, abseits, wie gesagt, von Star Wars, von Masters of the Universe, was ich die letzte etwas öfters gepostet habe. Und ja, was soll ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, natürlich, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Ja, und wenn ihr noch kein Abonnent seid, kein weiteres Video und auch kein Gewinnspiel mehr verpassen möchtet, ja, dann abonniert doch den Kanal, aktiviert das Glöckchen und damit seid ihr auf der sicheren Seite. Wir sehen uns beim nächsten Video, Leute. Macht's gut, euer Retro-Rauner.